Servus und hallo, hier ist wieder Agentin Evelyn, heute in einer ganz geheimen und prekären Mission. Ich habe geheime und sehr tief verborgene Unterlagen gefunden. Akten von Willi Voss Untergrund, wo er scheinbar seine tiefgründigsten Erlebnisse preisgibt. Er selber schreibt, Geschichte und Geschichten verstehen heißt seiner Ansicht nach zu versuchen, das Erlebte aus der Situation herauszuschildern. Nicht im Nachhinein gemachten Erfahrungen mit in den Text einzubringen, also rechtfertigend oder entschuldigend zu reflektieren. Ihm ging es bei der Überarbeitung und Erweiterung seines ursprünglich veröffentlichten Buchs 1979 darum, ein Dokument zu schaffen, welches das Erlebte szenisch wie vor einer Kamera während des Geschehens aufgezeichnet wiedergibt. Jetzt verstehe ich auch, warum die Akten so geheim und verschlossen waren. Das scheint ja wirklich eine ganz prekäre Angelegenheit zu sein. Schauen wir mal, was er da geschrieben hat. Als ich die maskierten Männer in den grünen Kampfanzügen erkannte und die ölig glänzenden Maschinenwaffen auf uns gerichtet sah, hatte ich die Bestätigung, dass es reiner Wahnsinn ist, so kurz nach einem brüchigen Waffenstillstand die Front zu überschreiten. Das hört sich ja wirklich schrecklich an. Waffenstillstand, Maschinenwaffen, Kampfanzüge. Da geht's weiter. Wo ist deine Pistole? Ich habe keine. Meine Stimme war belegt, ich räusperte mich. Aber es war die Angst in mir und die ließ mich nicht einfach so wegräuspern. Also das scheint wirklich eine heikle Geschichte zu sein und eine sehr spannende noch dazu. Ich glaube, darüber will ich mehr erfahren. Vielleicht sollte ich mir dieses Buch zulegen. Fürchterliche Erlebnisse geben zu raten, ob der, welcher sie erlebt, nicht etwas Fürchterlicheres ist. Friedrich Nietzsche. Ich glaube, das Buch muss ich mir kaufen.